Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Hier aus dem Hotelzimmer. Was mache ich hier gerade? Ich bin auf dem Weg in die UK, eigentlich schon. Also, es ist jetzt gerade der 3. April. Es ist jetzt gleich 17 Uhr. Ich bin heute von zu Hause aus losgefahren mit dem Zug nach Frankfurt. Flughafen und wohne jetzt oder übernachte hier in einem Hotel, da es morgen früh am Donnerstag ganz früh für mich losgeht in die UK, nach England. Denn mein erster Pro-Qualifier steht vor der Tür am Samstag und ich bin allein unterwegs. Martin ist nicht dabei. Passt so uns besser tatsächlich dieses Mal, leider. Hätte ihn gern dabei gehabt, aber das wäre zu stressig gewesen und ja, deswegen machen wir das jetzt so. Chris, mein Coach, wird mich aber in der UK direkt empfangen. Wir kommen punktgleich auf die Minute an dort und auch am gleichen Flughafen. Das heißt, ab dem Moment bin ich nicht mehr alleine. Und jetzt gerade genieße ich es auch, ein bisschen hier zu chillen. Also es ist ganz angenehm. Ruhe. Die Anreise war auch sehr entspannt. Ich habe mir selber keinen Stress gemacht. War todesentspannt. Auch auf Anweisung von Chris. Ich soll mir keinen Stress machen und das mache ich auch nicht. Deswegen alles für alles Zeit nehmen und alles überdurchschnittlich lange einplanen. Ich werde morgen früh auch sehr früh zum Flughafen fahren. Einfach um da zu sein, um mich dann hinzusetzen. Lieber so, als nachher Zeitdruck zu haben. Ja, wie lief es denn jetzt letztes Wochenende, wo ich euch gerne mitgenommen habe, wo ihr gerne nochmal bei Christian Quess auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen könnt. Der hat nämlich ein richtig geiles Video hochgeladen. 40 Minuten Dokumentation über den Invictus Cup. Oh, das wird er auch dieses Mal in England machen, deswegen schaue ich mal, wie viele ich jetzt hier gefilmt bekomme. Aber ich werde die Kamera immer mal wieder auspacken. Aber für den High-Quality-Content geht ihr mal zu Chris rüber. Und auch für die Einblicke, die ihr vielleicht von mir nicht bekommt, weil ich da gerade dann nicht eine Kamera raufhalte. Aber hier kriegt ihr so ein bisschen private Einblicke und ich glaube, das ist ganz cool. Und der Invictus Cup war ein Aufwärmwettkampf. Im Endeffekt ein sehr guter Aufwärmwettkampf, denn ich habe den Overall geholt und ich werde hier mal ein paar Sachen einblenden. Ich habe den Overall in der Bikini-Klasse geholt, meine Klasse B gewonnen und dann den Overall und ich kann meine Emotionen auch immer nicht in Worte fassen und ich kann auch noch gar nicht genau beschreiben, was ich fühle und wie es mir geht, weil es einfach noch immer nicht realisiert habe und jetzt geht halt die nächste Reise direkt los. Ja, das dauert glaube ich alles noch ein bisschen und schauen wir jetzt mal, was das Wochenende in England bringt. Wie gesagt, regional war das meine erste Show. Die brauche ich, um mich zu qualifizieren, dass ich international starten darf auf Pro-Qualifier. Und jetzt am Wochenende ist der erste Pro-Qualifier, den ich mitmachen werde. Und der ist einfach mal dafür da, um Fuß zu fassen, um zu schauen, wo stehe ich mit meinem aktuellen Paket international. Mir da Feedback zu holen, schauen, wie sieht meine Form daneben aus, Erfahrungen zu sammeln, Erinnerungen zu sammeln und dann schauen wir, was schlussendlich dabei rauskommt. Ich bin auf jeden Fall heiß, ich habe richtig Bock, mich einfach wieder zu präsentieren, habe auch viel weniger Druck als auf der regionalen Show, also das war wirklich sehr mit viel Druck verbunden tatsächlich, weil ich ja regionale 2022 auch schon gewonnen hatte. Ja, aber es ist alles super gekommen und ich bin heiß, ich habe Blut geleckt, also nur um da gewesen zu sein, dafür fliege ich nicht nach England, ich möchte auf jeden Fall ein ordentliches Paket da präsentieren und da, und das wird es, und das wird es auf jeden Fall. Heute, oh, ich muss jetzt live, es ist jetzt 17 Uhr, ich habe jetzt einen Livestream auf Insta, den mache ich mit Letty, sie hat nämlich auch den Overall in der Figurklasse geholt, und wir machen einen kleinen Post-Competition-Talk. Aber gut, jetzt erstmal live gehen. Wir hören uns später. Das wirst du, denke ich, machen. Ja, gehe ich mal ganz stark raus. Aber ich darf ja nichts sagen. Das ist das Ziel, das ist das Ziel. Einfach keine Chance da lassen. Wie ging es dir damit, dass du jetzt sozusagen Show to Show, also findest du das auch besser, wenn du Show to Show machst? Oder? Klappt, easy. Mhm. Ich bin dann aber auch froh, wenn es Schweden wird, dass da nochmal eine Woche zwischen ist. Also, ja, weil... Okay. Ich merke jetzt auch mit der Farbe, also man sieht ja auch, das ist noch gut drauf, aber ich habe jetzt sehr krass geschrubbt, dass die Farbe halt abgeht. Die ist jetzt auch nicht fleckig oder also ein bisschen gesprinkelt ist es, aber ich habe dort Tanning gebucht, das kriegen die schon hin. Wie ihr gerade gesehen habt, war ich jetzt mit Letty live auf Insta. Das war echt sehr, sehr cool. Jetzt melde ich mich gerade hier mit meinem iPad im WLAN an. Hier im Hotel.
Denn es gibt die nächste Mahlzeit. Und die wollte ich euch zeigen. Aber erstmal muss ich hier kurz mein Internet verbinden, weil ich immer dazu ein YouTube-Video schaue. Vor allem, wenn ich auch unterwegs bin. Ist immer ganz angenehm. Und ich habe extra Tupperdosen mitgenommen, die ich wegschmeißen kann morgen. Hier auf dem Hotel. Die sind eigentlich zum Wiederverbrauch da. Also man kann sie wiederverwenden. Aber die sind schon so kaputt. Ich habe sie auch in der Tüte. Dass ich die jetzt wegschmeißen werde, weil die sind hier überall schon gerissen. Und ja. So, jetzt gibt's nämlich Reis, 90 Gramm, 75 Gramm Hähnchen und 75 Gramm Gemüse. Ja, das war's. Nicht viel, aber viel Reis. So, und das lasse ich mir jetzt schmecken. Nachtrag, 15 Gramm Nussmus, kam auch noch oben drauf. Also Fette gibt's auch. Ich habe mir mein Eiklar tatsächlich heute in einer kleinen Tüte mitgenommen. Habe jetzt ein bisschen Plaid and Tasty draufgegeben, da Cookie Crumb. Und jetzt gibt es noch Nussmus oben drauf, einen halben Gramm Salz und dann bin ich durch für heute. Das waren tatsächlich meine Meals dann alle für heute. Und dann geht's schlafen. Es sind 22 Uhr, 22.30 Uhr schlafe ich ungefähr. Und dann geht es morgen früh nämlich zum Flughafen. Oben 7.30 Uhr. Da um 9.50 Uhr mein Flug geht, nach England. Dort ist auch eine Stunde Zeitverschiebung, das heißt, ich komme um 10.25 Uhr an, also die Zeit wird eine Stunde zurückgestellt, was okay ist, komme ich gut mit klar. Und dann bin ich auch schon nicht mehr alleine, und zwar bei meinem Coach, Chris, der dort auch genau um 10.25 Uhr landet. Also, freue mich drauf. Jetzt wiege ich noch meinen Nussmus ab. Pack das auf meinen Eiklar. Ihr habt gesehen, ich habe gerade eben noch einen Formcheck gemacht. Einfach nochmal die Form gecheckt. Chris geschickt. Und alles gut. Er ist happy. Dann drücke ich es auf. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen minimal schwerer als sonst. Also, ich schätze mal so 300 Gramm schwerer als sonst abends, was aber auch gewollt war. Deswegen haben wir heute dreimal 90 Gramm Reis gegessen, beziehungsweise ich, weil wir mich ein bisschen voller haben wollten, damit ich auch die nächsten Tage nicht so viel essen muss und ich nicht die Gefahr laufe, ein bisschen flacher zu werden. Und wir einfach mal den Körper gut auffüllen wollen. Und das haben wir gut gemacht. Jetzt bin ich gespannt, was morgen früh die Waage sagt. Ich wiege mich auch eine Stunde früher als sonst. Da weiß man ja auch nie. Aber ich bin sehr gespannt. So, jetzt esse ich noch die letzte Mahlzeit und dann sehen wir uns morgen früh wieder.
Guten Morgen aus Maidenhead, aus London. Wir sind gestern schon angekommen. Ich wollte gestern nicht noch die Kamera auspacken, weil, ja, ihr kennt es, Reisen sind jetzt... Ich bin gar nicht so zufrieden mit dem Licht hier. Aber egal, wir können damit leben. Reisen sind jetzt nicht gerade entspannend. Und wir waren gestern, also wir sind angekommen um 10.30 Uhr. Hier ist ja eine Stunde Zeitverzögerung. Also da in Deutschland ist es dann 11.30 Uhr gewesen. Hab da mein erstes Mehl erst gegessen, mein Frühstück. Bis dahin bin ich nüchtern geblieben. Das war dann direkt mein Pre-Workout-Mehl. Da sind wir trainieren gefahren. Mit Koffern und allem. haben dann dort noch einen Formcheck gemacht. Kann euch hier auch mal was einblenden aus dem Formcheck aus dem Gym. Dann waren wir einkaufen mit 4-5 Tüten, sind wir dann hergekommen, plus 2 Malzixer Wasser, 2 Liter jeweils. Also wir hatten so viel zum Schleppen mit dem Uber, waren wir dann hier, weil wir erst um 15 Uhr einchecken konnten. Ja, dann waren wir da und dann haben wir erstmal gegessen, noch mehr gegessen, gechillt, waren nochmal einkaufen, weil wir noch was brauchten. Ja, und jetzt hatten wir dann gestern noch einen Formcheck gemacht, den letzten. Den werde ich euch jetzt hier auch einblenden. Und ich muss sagen, das war jetzt bis jetzt mein bester Look. Also hat Chris auch gesagt, höchstes Gewicht in der letzten Zeit. Da sieht man mal wieder, das Gewicht hat nichts zu sagen. Beziehungsweise ist es ein positives Zeichen, dass ich einfach voller bin. Ich bin sehr gespannt, was die Form heute sagt. Heute werde ich die Kamera auch ein bisschen mehr mitnehmen. Aber gestern war einfach Reisestress zu viel und es ist nicht viel passiert. Jetzt ist Freitag. Heute ist die Registration. Ich kriege heute mein erstes Tanning. Ich habe heute nachher noch einen Friseurtermin, damit die mir meine Haare waschen und glätten und föhnen und ja, herrichten. Wie gesagt, dann geht es um 17.30 Uhr habe ich, oder 17.20 Uhr habe ich Tanning. 18 Uhr haben wir Registrierung, also die Bikinis. Und dann geht es wieder hierher, chillen und morgen früh geht's los. Ich habe morgen früh um 6.30 Uhr schon meinen Make-up-Termin. Also ihr seht, jetzt wird es spannend, deswegen kommt jetzt die Kamera mit. Und ich musste erstmal gestern, oh mein Gott, brauchte ich erstmal einen Adapter, einen neuen. Weil, beziehungsweise überhaupt einen, weil hier gibt es andere Steckdosen. Und da habe ich gar nicht mit gerechnet. Beziehungsweise ich wusste es, aber ich habe es voll vergessen. Naja, jetzt geht es erstmal runter und den anderen mal guten Morgen sagen. Und dann schauen wir mal, was heute passiert. Jetzt kriegt ihr mal eine Roomtour. Und zwar kommt man hier rein. Dann ist da ein Arbeitszimmer, beziehungsweise so ein Wohnzimmer. Da sitzt gerade Christel und arbeitet. Dann haben wir hier die Küche. Die ist echt richtig schön, richtig groß. Mikrowelle natürlich. Alles, was wir brauchen. Wir haben jetzt hier auch unseren ganzen Vorrat schon aufgestellt. Dann geht es hier weiter. Dann geht's. Es ist hier ein Billardtisch, noch eine Toilette und ein Wohnzimmer. Hier machen wir die Formtricks übrigens. Und dann geht es nachher da hinten die Treppe hoch. Hier hoch und dann sind da oben einfach rundum Zimmer. Genau. So, jetzt mache ich erstmal ein bisschen was ready und dann chill ich mich hier hin und dann wird nachher auch Formcheck gemacht. So, Formcheck ist erledigt. Jetzt bin ich gerade dabei, mein Frühstück vorzubereiten. Heute gibt es ein bisschen mehr Carbs nochmal als geplant. Sieht man? Einmal Haferflocken, 70 Gramm. Mit 20 Gramm Whey und 60 Gramm Apfel und 20 Gramm Zartbitterschoki. Und dann geht es in einer Stunde zum Friseur. Der macht mir meine Haare dann fresh. Und ein paar Schritte, um dahin zu laufen. Also wir laufen nach 4 Minuten hin oder so. Ja, aber soweit ist so gut. Ich wog heute Morgen jetzt 52,4. Chris' Plan ist, morgen früh aufzuwachen mit ca. 52,7. Also wir wollen noch mal ein bisschen schwerer sein als heute. Einfach weil wir ungefähr 53,5 auf der Bühne wiegen wollen. Von der Fülle her geht da noch ein bisschen was. Deswegen schauen wir mal, dass wir das jetzt noch voll kriegen. Aber so wie wir meinen Körper steuern können, ist es gar kein Problem. Ich bin lieber heute ein bisschen flacher nochmal, damit morgen die Form sitzt. Die muss ja nicht heute sitzen, die muss morgen sitzen. So, ja, genug gequatscht. Jetzt gibt's Essen.
Show Show Promo kann. Deswegen was jetzt machen. Am Facebook. Und gleich mal vorne zurückkommen. Machen wir nochmal ein Facebook bitte. Und dann walk to the back. Front, come back to the front. Was? Ich wollte mir gerade schauen, wie gut es auch schon im Walk. Was sagen die Jungs? Sieht schon super aus. Aber wir werden heute trotzdem noch irgendwas machen. Ja. Wir werden trotzdem noch ein Meal hast du jetzt schon drin. Ja. Das heißt, das nächste Meal bist du vor der Abfahrt. 16 Uhr war geplant. 16 Uhr sowas? Eineinhalb Stunden. Und dann wäre die nächste eher Richtung 19 Uhr. Ja. Und die letzte dann 21 Uhr. 21 Uhr. Wir machen jetzt dann die nächste, so wie du sie vorbereitet hast. Allerdings mit 20 Gramm Nut Butter. Okay. In der übernächsten auch noch. Mhm. Und in beiden Meals 4 Reiswaffeln on top. 28 Gramm Reiswaffeln on top. Okay. Bisschen mehr Fette, damit du über Nacht nicht so schnell flach wie ein bisschen mehr Fette, 10 Gramm Fett mehr. Im Endeffekt jetzt nicht so viel, aber einfach da potenziell Verdauung auch noch ein bisschen verlangsamen, damit kommen wir bei 60 Gramm Fett heute raus. Mhm. Und vor der letzten Mahlzeit oder nach der vorletzten Mahlzeit eigentlich, machen wir dann noch einen Formcheck. Okay. Wobei, wenn du die erste um 19 Uhr isst, wir haben vielleicht davor sogar noch machen. Mhm. No stone left unturned. Schön Farbe dann. Mhm. Machen wir. Genau. Das passt bei mir. Fahren wir dann zusammen von der Registrierung zurück? Also davon wartet ihr zurück, ja. Auf uns, wenn wir registrieren? Ja, ja. Okay. Ja gut, dann sind wir eben. Müssen wir natürlich in Szene setzen, die Biografie dazu. Ja, na, das machen wir so. Okay. Und ja, wie gesagt, ein bisschen mehr Kohlenhydrate geführt vor, werden wir vielleicht in die letzte Mahlzeit auch noch zwei Reiswaffeln und das reinpacken, das müssen wir noch schauen. Aber jetzt waren wir mal wieder, wie der Körper jetzt responded. Ja, wie gesagt, okay. Das Einzige, was ich nicht will, ist, dass du morgen dafür aufstehst mit 52 straight oder so, weil das wäre ein Problem. Okay. Ja. Nee, das waren wir nicht. Alles zwischen 52, 6, 7 und 53,5 ist für morgen okay. In der Früh. Okay. Ja. Weil von 52,7 können wir die noch schön raufbringen und von 53,5 könnten die schön halten. Aber alles, was drunter ist, wäre geschissen und deswegen irgendwie lieber ein bisschen zu hoch wird. Okay. Da können wir nicht machen. Nee, du weißt, was zu tun ist. Ja. Dir vertraue ich zu 100%. Wie ihr gerade gesehen habt, hatte ich einen Formcheck mit Chris und habe nochmal mehr Essen bekommen heute. Ja, was sagen wir dazu? Nehmen wir. deswegen bereite ich gerade alles vor, was ich brauche. Und zwar nehme ich jetzt hier einfach, also die 4 Reiswaffeln, die er mir verordnet hat, plus nochmal 10 Gramm mehr, nee, 5 Gramm mehr Nussmus. Also ein bisschen. Und dann geht es auch schon in 45 Minuten zum Tanning. Richtung Tanning auf jeden Fall. Yes. No? Okay.
Guten Morgen, es ist Showday. Es ist gerade 5.15 Uhr. Ich bin schon seit einer Stunde ungefähr wach und auch schon seit 3 Stunden so ungefähr wach, weil ich einfach nicht schlafen konnte, weil ich irgendwie ein bisschen nervös bin. Beziehungsweise einfach positiv voller Vorfreude aufs erste internationale Showing. Schauen, wo steht man. Und da freue ich mich. Und einfach mal wieder auf die Bühne gehen. Also, international. Ja, und jetzt warte ich noch 45 Minuten, dann fahre ich los, denn ich habe um 6.30 Uhr meinen Make-up-Termin. Und ja, heute Morgen Gewicht. Ich war noch nicht auf der Toilette, muss man auch mal dazu sagen. Und es ist 5 Uhr gewesen, also viel früher als sonst. Und ich wog jetzt 53,0. Chris meinte auch, alles zwischen 52,8 und 53,5 ist sein Wunschgewicht für heute. Und wir sind bei 53,0, aber ohne Toilette. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob ich ein bisschen her nochmal auf Toilette kann oder nicht. Aber mein Bauch fühlt sich eigentlich ganz gut an. Kann es euch mal kurz zeigen. Also Bauch hier fühlt sich gut an, ist flach und das ist die Hauptsache. Ansonsten habe ich mich die Form natürlich auch noch nicht angeschaut. Das machen wir alle später, wenn wir Formcheck machen. Aber bis dahin muss ich mich noch gedulden, denn es geht erstmal zum Tanning. Ich habe Make-up. Ich habe meinen Make-up-Termin dann so circa bis 7.30 Uhr, fahre dann nach Hause und um 8 Uhr habe ich ungefähr hier den Formcheck. Und genau, soll jetzt auch schon Anweisungen von gestern direkt durchtrinken. Habe jetzt direkt 600 Milliliter, die soll ich ungefähr bis zum Formcheck trinken. Also alles strikt vorgegeben, weil ich nicht so ein guter Trinker bin am Showday, ich vergesse das gerne, deswegen hat er mir das genau gesagt, wann ich was trinken soll. Weil wir müssen bei mir Fülle halten. Deswegen soll ich heute auch ein bisschen mehr wiegen als sonst. Also das ist jetzt doch das höchste Gewicht, was ich seit langem habe. Und es ist irgendwie wach geworden. Ich bin jetzt angekommen, warte jetzt hier gerade, habe gerade eine liebe Dame getroffen. Ein Mädel, die vom Make-up-Team ist. Die hat meinen Namen natürlich nicht auf der Liste. Jetzt schauen wir mal, ob ich mein Make-up bekomme, aber bekomme ich auf jeden Fall. Also, es muss ja irgendwie klappen. Keine Ahnung, ob sie eine falsche Liste hat oder was auch immer da schiefgelaufen ist, aber ich sollte jetzt kurz hier warten und dann holt sie mich gleich. Hoffen wir, das passiert auch. Update. Ich kriege jetzt kein Make-up. Ich fahre jetzt wieder zurück zur Unterkunft. Mein Termin ist um 11. Die haben das falsch zugeschickt. Aber es ist okay, das ist alles noch easy, machbar mit der Zeit. Ist halt jetzt so blöd gewesen, dass ich hergefahren bin, aber mein Gott, ich lasse mich davon jetzt nicht stressen. Ich werde vermutlich dann davor, also sie meinte, also ich habe um 12 nochmal Tanning. Bis dahin wären wir fertig, aber ich kann wohl versuchen, um 10 schon beim Tanning zu sein und dass sie mich vorlassen, dass ich dann schon durch bin beim Make-up. Ich sitze einfach schon wieder hier. Ich war gerade schon im Uber nach Hause, dann habe ich einen Anruf bekommen, dass die Athletin, die jetzt ihren Haartermin hat und Make-up, noch nicht da ist seit einer halben Stunde für ihren Haartermin und dann vermutlich auch nicht für Make-up kommen wird um 7. Und wenn es so ist, dann kriege ich den Termin. Deswegen bin ich wieder zurückgefahren, wieder in die Location und warte jetzt bis 7 und schaue, ob ich den Make-up-Termin bekomme. Und wenn ich ihn bekomme, dann habe ich gleich Make-up. Aber schauen wir mal, ob ich hier gleich rauskomme mit Make-up oder ohne. Und weil ich jetzt hier so warten musste und das Stress war und sowas, kriege ich Haare umsonst. Ob ich die jetzt gleich sofort bekomme, keine Ahnung, ich glaube schon. Schauen wir mal, wie ich hier gleich rauskomme, weil ich habe gerade keine Ahnung. Ich lasse es gerade wirklich einfach nur auf mich zukommen. Ich denke nicht drüber nach, weil im Endeffekt stehe ich auf jeden Fall mit Make-up auf der Bühne am Ende. Und ich habe Zeit.
Face back. Face front. Face front. Geil. Geil. Ich finde das Bein von vorne schaut viel besser aus jetzt. Viel, viel weniger Druck drauf jetzt. Es schaut viel, viel besser aus. Was sagst du zur Klasse? Schaut viel besser aus, ja. Passt gut. Welche Schulter kann man jetzt auch geben? Das passt, Armhaltung passt. Gut. Pass auf, zieht uns. Wir sind gerade beim Tanning. Ich habe jetzt die letzte Farbschicht drauf bekommen. Topcoat. Wir warten jetzt noch auf Maike. Dann geht es wieder Backstage. Wir haben jetzt eine halbe Stunde vorm Auftritt richtig Backstage. Davor gibt es hier gar keine Backstage. Deswegen haben wir uns jetzt dieses Foyer vorne gelegt, in der Ecke, mit ein paar Decken. Und ja, wir haben jetzt 12 Uhr. In spätestens einer halben Stunde soll ich die nächste Mahlzeit essen, denn mein Gewicht ist wieder runtergegangen. Ich war jetzt zu Hause bei 52,5 und wir wollen ja eigentlich 53,5 ungefähr auf der Bühne haben. Hatte aber noch wenig getrunken, habe dann noch ein bisschen was nachgetrunken. Also ich war jetzt ungefähr bei 52,9, schätze ich mal dann ungefähr. Sollte jetzt noch die Hälfte vom Gatorade trinken. Ich bin jetzt beim Viertel angekommen, während des Trainings trinke ich jetzt noch. Und die andere Hälfte dann nachher beim Aufbau. Ja, und ansonsten heißt es jetzt erstmal warten. Und schauen, was es heute tut. Besser. Face back. Face front. File off. And the new IFBB Pro bikini is 7-8-1 Selena Schultz.
Pro 781 Selina Schultz from Germany. Was sagst du? Ich bin sehr stolz, ich bin überwältigt und ich habe mein Leben nicht mehr gepackt. Aber. Pro-Maker. Jetzt sind wir hier und sind wir relativ glücklich für die Zeit. Ja. Bin sehr zufrieden mit der Leistung. Ich auch. Ja. Oh mein Gott. Das habe ich schön direkt mit. Wir haben die Profikarte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe schon zu viel gesagt in anderen Videos. Ich verlinke euch unter diesem Video das Video von Chris. Der bringt mich ein geiles Video raus. Hier habt ihr einfach nur ein paar Backstage-Einblicke. Ich melde mich gleich nochmal. Ich muss kurz erstmal. Maike? Oh, mit diesen Fingern. Die! Okay. Also einmal auf Selina, auf die Pro-Card. Ich sitze gerade am Flughafen, es ist der nächste Tag. Neben mir die IFBB Pro-Card. Es ist so unreal. Ich habe gestern relativ schnell aufgehört zu filmen, weil ich einfach sehr überfordert war mit Emotionen. Deswegen schaut euch unbedingt das Video von Chris an. Ich werde euch aber Handykamera-Videos einblenden. Oder habe ich euch schon eingeblendet, damit ihr wenigstens einfach ein bisschen abgeholt werdet. Ich hatte ja meinen Wettkampf und habe gewonnen. Ich glaube, da muss ich nochmal in einem anderen Video nochmal Worte dazu finden, weil ich es noch gar nicht realisiert habe. Aber ich musste dann nachher direkt Backstage bleiben und wieder auf die Bühne gehen. Zu den Profis, wo ich am Ende dann tatsächlich von 14 Mädels 9. geworden bin. Das heißt, ich habe schon 5 Profis, die Profi waren, hinter mir gelassen. Und das Feedback vom Head Judge war sehr, sehr, sehr positiv. Also er hat gesagt, ich habe eine große Zukunft vor mir. Ich habe alles, was ich brauche. Die Symmetrie habe ich, die Linie habe ich. Ich soll einfach nur mit der Arbeit weitermachen, so wie bisher auch. Ich soll an meinem Upper Glute arbeiten und an meiner Back Pose. Ich soll die ein bisschen enger stehen, so wie ich sie gestern gestanden habe wohl. Hat mir das dennoch am Ende ein paar Punkte gekostet und ich wäre noch ein paar Plätze nach oben gekommen, hätte ich die Back Pose noch ein bisschen anders gestellt. Das heißt, da ist Potenzial. Da ist Potenzial, Leute. Und ja, es ist ja auch erst der Anfang und so ein Feedback. Also, er hat nicht mal irgendwie was zu den Schultern oder so gesagt oder generell. Er hat Upper Glute. Aber wir wissen ja auch, es kann überall Fleisch raus. Ne? Das ist wichtig. Ich bin noch am Anfang, ich bin 21 Jahre alt. Und ich denke mal, der Sprung von der letzten Saison zu dieser Saison hat schon gezeigt, was möglich ist. Und da werde ich mit Chris genauso weitermachen. Man muss überlegen, ich habe ihn auch vorher sogar alleine gemacht. Und jetzt mit Chris an meiner Seite diese Prep, weil wir sind auch noch nicht durch. Wir werden natürlich noch weitermachen. Diese Prep jetzt noch die Profisaison, mein Pro-Debüt, noch richtig geben und dann den Aufbau und die ganzen Saisons, die kommen. Ich bin bei Chris einfach in den richtigen Händen und wir sind so ein klasse Team. Also, overall Regional direkt mitgenommen, overall Pro-Qualifier mitgenommen.
Und ich muss auch echt sagen, ich war bei den Profis sehr nervös. Ne? Also ich habe danach einen Runtergang von der Bühne und ich habe einfach geheult. Also ich habe auf der Bühne geheult, ich habe danach geheult. Und ich musste erstmal klarkommen. Allison hat auch erstmal gesagt, hier, krieg dich ein, du musst nochmal auf die Bühne. Und ich konnte auch noch nicht zu Chris. Und das war einfach so überfordernd in dem Moment, dass ich danach einfach auch, als ich dann zu Chris konnte, gar nicht mehr hin musste mit den Emotionen, weil alles kam. Wir husten die ganze Zeit ganz schön. Nicht so cool. Ja, aber ich glaube, mir fehlen jetzt einfach die Worte zu dem Wettkampf. Ich muss es erstmal sacken lassen. Das machen wir nochmal ein Recap. Ich bin auch erstmal auf das Video jetzt von Chris und Nico gespannt. Das schaue ich mir dann natürlich heute auch an. Ich habe noch heute eine lange Reise vor mir. Jetzt sind 2 Stunden das Boarding. Da fliege ich. Dann fliege ich nach Frankfurt. Da komme ich um 14 Uhr an. Und dann bin ich auch noch bis 18 Uhr unterwegs, weil ich noch 2 Stunden auf meinen Zug warten muss. Nee, 1,5 und dann 2,5 Stunden Zug fahre. Also es dauert noch lange, bis ich zu Hause bin. Und ich habe in den letzten drei Nächten insgesamt wahrscheinlich so 10 Stunden Schlaf in Zug bekommen. Also so fühle ich mich auch. Deswegen gibt es jetzt einen entkoffinierten Kaffee mit Sugar-Free Vanilla Sirup. Ja. Damit mein Koffeinkonsum heute noch ein bisschen in Grenzen bleibt, weil Energies werden auch noch reingepumpt und Cola Zero auch noch. Ich habe heute sogar noch ein Free Meal, Leute. Das können wir auch noch ins Video mit reinnehmen. Ich habe heute noch ein Free Meal und unsere Wettkampfpläne lassen es auch zu, dass wir jetzt generell ein bisschen schauen und alles ein bisschen entspannter angehen haben. Beziehungsweise Mealplan natürlich, Trainingsplan, alles gleich. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Pro Show. Das kann ich schon mal sagen. Also, in den nächsten Wochen steht erstmal nichts an. Wir werden uns jetzt ein paar Wochen Zeit nehmen. Das kommt alles im nächsten Video. Um nochmal eine Schippe draufzusetzen. Und uns die Zeit zu nehmen, die wir brauchen. Damit wir dann auch für die richtigen Shows für mich, was auch ein Traum von mir ist, ready sind. Ja. Aber ich kann es auch schon mal sagen, es geht ins Warme. So. Und jetzt heißt es realisieren, ein bisschen arbeiten. Ich muss erstmal mit den Nachrichten hinterherkommen. Und genießen, Leute.